So, hallo liebe Freunde, zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute mal ein etwas anderer Vlog. Und zwar, tada, ein kleiner Friseur-Vlog heute. Nein, Quatsch. Was haben wir heute vor? Wir wollen versuchen, den Aufkleber hier wegzubekommen, weil wir das Design ja so ein bisschen jetzt individualisieren wollen mit ein paar Aufklebern, die ich schon zu Hause rumliegen habe. Und ja, genau, dafür muss der Aufkleber weg. Da soll nämlich dann hier so ein Gel-Tankpad hin. Und genau, ich habe mich mal so ein bisschen schlau gemacht und alle Wege, alle Antworten, wie man am besten so Kleber wegbekommt. Man sieht, ich habe es hier oben schon an den Ecken probiert, führen zu einem Föhn. Damit soll es wohl am besten gehen. Deswegen, ich bin gespannt. Das probieren wir aus. Danach waschen wir das Bike, machen es einmal ordentlich sauber, versiegeln dann jetzt einmal hier auch die ganzen Flächen. Auch wenn hier jetzt mal der Kleber weg ist, ist es auch ganz geschickt. Und genau, dann kommen in den Tagen die restlichen oder die Kleber auf und mal gucken, ob es mir dann gefällt. Werde ich euch auf jeden Fall dann vorstellen, das endgültige Ergebnis auf jeden Fall. Ah ja, jetzt gucken wir mal. Hab gelesen, man soll es ein bisschen so vorsichtig erhitzen, nicht zu sehr. Und ja, dann schauen wir jetzt mal. Machen wir es uns ein bisschen bequemer. Ja, das steht auch noch eine schöne Duke, aber um die kümmern wir uns heute nicht, aber irgendwann werden wir das Bike auch mal noch Probe fahren, da bin ich auch mal schon gespannt. Na, so richtig. Wir wollen natürlich auch gucken, dass wir das mit so wenig Kleberesten wie möglich runterbekommen. Okay. Aber es geht auf jeden Fall wesentlich besser als ohne Föhn. Das kann ich hier schon mal bestätigen. Aber es ist natürlich ein bisschen eine Fitzelarbeit. Na, muss es auf jeden Fall schon echt gut heiß machen. Das hätte ich so gar nicht unbedingt gedacht. Aber dann geht es auf jeden Fall. Also kann ich bestätigen, wenn ihr so Kleber entfernen möchtet, dann tatsächlich am effektivsten ja, mit einem Föhn. Das ist natürlich auch ein relativ großer Aufkleber, da hat man auf jeden Fall Freude. Aber hey, so könnt ihr wenigstens mal quasi live mitverfolgen, wenn man in sowas nicht geübt ist, wie sowas gehen kann. Okay, ja, hier sind jetzt noch so kleine, aber die kriegen wir hoffentlich dann anders weg. So, erster Teil check. Jetzt geht's ans sauber machen und dann sieht man die Reste hoffentlich auch nicht mehr so und dann versiegeln. So, Leute, Part 2. Jetzt sprühen wir das Motorrad einmal mit diesem Allesreiniger ein. Habe ich jetzt ehrlich gesagt auch noch nie benutzt. Aber wir probieren es mal aus. Da muss man das eine Weile einwirken lassen. Je nach Verschmutzungsgrad 10 bis 20 Minuten. Und dann schauen wir mal. Man kann es dann theoretisch ein bisschen mit dem Lappen unterstützen. Das machen wir gleich, da wir den Kleber abgemacht haben. Und dann auch mit Wasser absprühen. Langt erstmal. Gucken wir mal hier. So, nachher geht's weiter, Leute. So, Leute, zurück. Das Putzmittel ist eingeweicht. Und jetzt kommt der spaßigste Teil. Jetzt wird's feucht fröhlich.
Bei der Gelegenheit, ich mache das hier mit so einem, hier steht ja schon, mobiler Akku-Hochdruckreiniger. Da scheiden sich ja auch so ein bisschen die Geister. Bei so Waschstraßen sind ja so richtige Hochdruckreiniger, dass da die Mechanik kaputt geht. Die anderen machen es trotzdem und sagen, nö, da passiert nichts. Ich habe hier vom Louis oder Polo, ich weiß gar nicht, wo ich den bestellt habe, auf jeden Fall irgendwo, wo es Motorradsachen gibt. Also habe ich gedacht, dann kann das ja schon mal nicht schlecht sein. Der hat auch nicht so viel Druck wie so ein richtiger Hochdruckreiniger. Schont quasi auch ein bisschen damit die Motorradteil. Ist für mich so, ja, eine geschickte Lösung. Der ist super handlich, kann in den Rucksack packen. Bin jetzt hier bei meinen Eltern, weil die hier so einen Wasseranschluss haben, habe ich jetzt aktuell bei mir zu Hause nicht. Von daher, den kann man super geschickt einpacken, mitnehmen. Also echt ein cooles Teil. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, gebt mir gern Bescheid. So. Und jetzt kommt der spaßige Teil. Genau, jetzt tun wir das ordentlich hier mit Wasser abspülen und dann sollen wir es Luft trocknen lassen. Das werden wir machen und dann sind wir mal gespannt, ob hier alles schön sauber geworden ist. So, ich glaube, das langt. So, jetzt lassen wir es trocknen und dann versiegeln wir es, ne?